Ja, als ich damals den Auftrag bekam, die Klavierkomposition von Ferdinand Pohl einzuspielen, ging es mir, wie wahrscheinlich allen, die den Namen zum ersten Mal hören, wer ist Ferdinand Pohl? Leider sind die Quellen, auf die man sich für eine Recherche beziehen könnte, auch nicht so umfangreich, aber seine Familie, seine Enkel leben in Hamburg und auf diese Weise konnte ich dann doch einen Einblick in sein Leben und sein Schaffen erhalten. Er war natürlich einer der großen Musikkritiker Deutschlands und als solcher eher auf das Schreiben konzentriert. Er schrieb also Musikkritiken, Biografien über Richard Wagner und Nikisch und musikwissenschaftliche Essays. Aber, und das war etwas, was mich sehr überraschte, quasi auch satirische Bücher. Und das merkt man einfach auch in seinen Rundfunkmitschnitten, dass ja, die Art, wie er über Musik spricht, das ist unglaublich enthusiastisch, unglaublich kompetent. Aber er schmückt seine Geschichten auch unheimlich gerne aus und eigentlich ist alles immer mit einem gewissen Augenzwinkern zu verstehen, was er sagt. Und das hat mir dann eigentlich so ein wenig die Tür in seine Welt geöffnet. Man merkt es eigentlich in jeder dieser Stücke, dass es immer wieder aufblitzt, dieser Witz, dieser geistreiche Humor, auch wenn sein Stil manchmal sehr melancholisch sein kann oder auch sehr meditativ. Und ganz besonders ist mir das aufgefallen bei den Strandbildern Opus 8 und bei dem Scherzo Bohemien aus der Suite Elegiaque Opus 11. Ja, die Kompositionen für sich sind alles Miniaturen. Jedes hat seine eigene Stimmung, seinen eigenen Charakter. Und ich persönlich finde nicht, dass man seinen Stil so leicht einordnen kann oder vergleichen kann mit anderen Komponisten. Meine sudetendeutschen Freunde hören eindeutig einen egerländerischen Einfluss heraus. Und ich denke auch, er findet einfach eine sehr individuelle Tonsprache, um das zum Ausdruck zu bringen, was ihm vorschwebte.